Guten Morgen, es ist jetzt 6.45 Uhr. Ich mache mich auf den Weg, Niklas zu treffen. Und dann geht's ab nach Berlin. Um 7 Uhr heute Abend geht's schon wieder zurück. Also nur ein ganz kurzer Kurztipp. Unser Zeitplan war recht gut bemessen. Es hätte schon einiges schiefgehen müssen, als dass wir unseren im Endeffekt sogar verspäteten Flieger verpasst hätten. Wir müssen noch ein bisschen warten, aber gleich geht's in eine von diesen Maschinen. Insgesamt sind wir zu viert von Frankfurt aus losgefahren. Schon erstaunlich, wie viele andere Blogger hier beheimatet sind. Nächster Honor Lounge in Frankfurt, oder? Gleich geht's ab in die Luft. Auch wenn der Check-in und die Wartezeit das Erlebnis trüben können. Fliegen ist immer wieder schön. Und von mir aus könnte ich ruhig öfter die Welt von oben aus sehen. So, wir haben uns zu anderen Menschen verloren. Aber du reichst mir auch, Niklas. Das ist schön. Nach ein wenig Verspätung mit dem Flugzeug geht es in Windeseile Richtung Event. Schließlich wollen wir nichts verpassen. Schmunzeln mussten wir aber doch, als auf dem Weg zur PK der offizielle deutsche Honor Twitter-Account das Honor 8 Pro bereits spoilerte. Immerhin, beim Honor-eigenen Shop V-Mall konnte man es noch nicht bestellen. Umso näher man einem Event kommt, umso mehr wird die Fahrt zu einem Gruppenerlebnis, da man sich zwangsläufig selbst im großen Berlin begegnet. An einem gewissen Punkt könnte man meinen, eine große Runde Smartphone-Junkies würde immer noch nach Pokémon Ausschau halten. Langsam ist es hier wie auf dem Klassentreffen. Ich muss jetzt winken. Freunde, ich hab da was für euch. Und da sind wir auch schon. An dieser Stelle ein Shoutout an Ümit, der gerade einen Monat mit Huawei in China war. Das Event fand im Zeiss Großplanetarium statt. Dann würde ich mal sagen, ab in eine neue Dimension. Innen angekommen muss sich jeder erstmal für das Event anmelden. Schließlich möchte jeder eins der heiß begehrten neuen Geräte bekommen. Darum sind wir doch hier, oder? Stefan, worauf freust du dich denn heute am meisten? Aufs Essen. Natürlich auf dich, Jürgen. Oh. Dann wird die Show, glaube ich, ziemlich cool. Auf das Honor 8 Pro. Aus Honor V9. Ja, 8 Pro, oder? Ich denke, er ist 8 Pro. Oh, okay, also ich habe gehört V9, was ja so ein Mate 9 Ableger sein wird, oder? Wir finden es raus. Die Zeit vor dem Event kann prima genutzt werden, um sich untereinander auszutauschen, neu kennenzulernen oder auch Vorab-Infos zu bekommen. Schließlich sind Leaks heutzutage Gold wert. Viel zu schnell ist der Austausch meist vorbei, denn das Produkt wartet nur darauf, endlich vorgestellt zu werden. Für uns heißt das, ab nach oben und den Ankündigungen von Honor lauschen. Das Universum, unvorstellbar viele Sterne, Lichtjahre entfernt, große und kleine Sterne in diversen Formen, Nebel, Tiere, Äpfel und sogar die Form einer Acht. Hier auf der Erde erblickte vor 4 Jahren unsere Community das Licht der Welt. Und heute betreten wir eine neue Dimension. Darum machen wir die ganze Show hier. Wir sind nicht abgehoben. Wir nehmen einfach Technik und Entertainment. Wir sind Pure Digital Native und Young at Heart. Wir wollen das beste Smartphone, die beste Technologie, die beste Unterhaltung. Wir sind always on, always on Social Media. Wir lieben High-End. Wir wissen, was wir wollen und wir wissen, was uns das wert ist. Wir sind 100 Millionen Fans und Follower weltweit. Wir sind Honor for the Brave und heute ist ein besonderer Tag für uns alle. Ihr seid nicht alleine. Wir haben das Signal empfangen. Nach dem Intro wird das Gerät erstmals in die Luft gehalten. Die Kameras klicken um die Wette. Die Keynote beginnt nun so richtig. Im heutigen Fall mit einer interessanten These. Ich möchte gerne mit einem Mythos aufräumen. Ich sage euch, Größe spielt eine Rolle. Und wer was anderes behauptet, der lügt vielleicht nicht. Ach ja? Was sagen denn die Kollegen dazu? Ümit, kommt es auf die Größe an? Ja, je größer, desto besser. Ballasch, kommt es auf die Größe an? Sieht man doch. Nein, glaube ich nicht. Kommt gut. Tut es nicht, nein. Auf jeden Fall, klar, hier. Großes iPhone, großes Mate. Kommt auf die Größe. Stefan, kommt auf die Größe an? Yep. Und meiner ist verdammt. Es hat einen Aluminium-Unibody aus der Raumfahrt. Es
sehr leicht und liegt sehr, sehr gut in der Hand. Die Fertigung eines Honor 8 Pro Buddies dauert mindestens 15 Tage. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber lol, was? Es sind mehr als 50 Prozessschritte notwendig, um dieses Unibuddy zu formen. Und das geht nicht schneller? Und 40 unterschiedliche Schleif- und Politurtechnologien sorgen für ein neuartiges Gehäusegefühl. Für das ihr auch nur 15 Tage braucht? Seriously? Im Anschluss kommen die weiteren Specs, Features und die Pläne für die Zukunft. Und ehrlich, das Honor 8 Pro macht keine schlechte Figur. Die inneren Werte kommen zum Teil straight aus dem P10 und versprechen hohe Leistungen. Davon könnt ihr euch bereits in meinem Hands-On überzeugen. Der Spannungsbogen war aber noch nicht weit genug gespannt. Aber richtig losgeschossen wurde mit dem Honor 6C dann doch nicht. Hierfür überlasse ich Daniel das Wort. Es ist viel zu teuer, etwa 100 Euro zu teuer. Finger weg, kann ich nicht empfehlen. Kaum ist der Product Launch vorbei, strömen die Pressebesucher in Richtung Hands-On Area und erkämpfen sich einen Platz an den Geräten. Andere zeigen, was für große Honor-Fans sie doch sind und tapezieren ihr ganzes Notebook voll mit Stickern. Oder zumindest lassen es in diesem Fall tapezieren. An jeder Ecke wird Honor-Merch oder eben die Smartphones selbst gefilmt. Jeder möchte seine Fans zuerst mit Infos versorgen, das erste Hands-On-Video raushauen und die Redaktionsmitglieder, die zu Hause geblieben sind, mit Stoff versorgen. Nicht jeder greift dabei auf schwere Kameras zurück. Schnell muss man sein, nicht kinoreifes Material liefern. Am Eingang können ausgewählte Pressevertreter ihre Geräte abholen oder man schnappt sich, wie ich, ein paar Leckerlis. Tja, ab sofort wohne ich wohl hier. Draußen regnet's. Trotz Regen ging auch dieses Event zu Ende. Gibt es kein vom Hersteller organisiertes Abendprogramm, geht man oft noch zusammen essen. So sieht man zwar nicht viel von der Stadt, nimmt aber trotzdem etwas Kultur mit. In unserem Fall sehr, sehr leckere Burger. Doch die Zeit tickt. Der Abflug steht bevor. Oft viel schneller, als es einem lieb ist. Schließlich ist man erst wenige Stunden vor Ort. Das Spiel beginnt von neuem. Auf geht's! Gate suchen, Security Check, auf die Verspätung warten, ins Flugzeug marschieren, abheben und auf die winzige kleine Welt schauen. Wahrscheinlich sind hier gerade viele unserer aller Zuschauer damit beschäftigt, unseren brandneuen Content zu verfolgen. Nach ein paar verträumten Minuten in der Luft ist nicht nur der Flug, sondern auch der Tag vorbei. Und somit auch dieser Vlog. Wenn ihr noch mehr Videos von der Nerdbatch oder sehen wollt, dann abonniert uns hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Tim Mund für die Nerdbatch. Mein Name ist Niklas Jutzler für Rubiklip. Bis zum nächsten Mal. Hallo Nerdbatch-Follower. Ich habe jetzt ein neues OnePlus und Tim's Gimbal und schaue jetzt ab. Who's that takeover here on Nerdbatch?